Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem Channel. Heute bin ich gespannt. Wir machen mal, was wir bis jetzt noch nie in dieser Art und Weise gemacht haben. Und zwar erkenne den Song in 5 Sekunden. Ich bin gespannt. Ich werde nicht so super gut sein, denke ich mal. Spiel zu Hause gerne mit. Ich werde nicht pausieren. Wir haben 5 Sekunden pro Song Zeit. Das YouTube-Video, falls ihr es vorher alleine spielen wollt, ohne Unterbrechung, packe ich in die Beschreibung. Gönnt euch das gerne. Kuss an den Ersteller. Ich sage, ich bin semi-gut. Das Ding ist, das ist von 2021, recht frisch, vor 4 Tagen rausgekommen. Bedeutet, ich hoffe, dass das aktuelle Songs sind, die noch in meinem Kopf sind. Es ist von 2021, bin ich dumm, Digga. Es ist vor einem Jahr und 4 Tagen rausgekommen. Ja, dann ciao, dann sind es alte Songs. Aber es geht noch, es geht noch. Bro, ich lebe so in der Vergangenheit durch Corona, man weiß gar nicht mehr, welches Jahr wann irgendwie ist. Vor einem Jahr und 4 Tagen rausgekommen. Ich spiele sowas ab und zu bei mir in der Freundesgruppe so. Haben wir aber auch lange nicht mehr gespielt. Und da spielen wir eher so auf Schwitzer Songs von keine Ahnung, Kollega oder ältere Songs, die man kennt. Ich bin gespannt, wie wir uns schlagen werden. Wie gesagt, Link zum Original in der Beschreibung. Und spielt gerne mit zu Hause. Los geht's, Mann. Und schreibt gerne in die Kommentare, sollen wir sowas öfter machen? Ich kann sonst auch gerne irgendwie bestimmt einen von meinen Homies fragen, ob der mir so Songs raussuchen kann, zusammenschneiden kann, 5 Sekunden, dass wir eigene Quizzes für mich haben oder aus der Community. Leute, gibt's bestimmt safe welche, die das machen würden. Ja, wäre vielleicht ganz cool, aber schreibt's gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt. Let's go. Okay, pro erratenen Song 1 Punkt, pro erratenen Interpret gibt's 1 Punkt. Ja, beides wäre schon besser. Also nur Interpret ist ein bisschen Wayne, aber machen wir gerne so. Machen wir nach den Punkten auf jeden Fall. Pro Song 1 Punkt, pro Interpret 1 Punkt. Okay. Ich würde sagen, Songname reicht, wenn man es... Ich muss jetzt nicht 100% korrekt sein. So, wenn ich jetzt... Wir werden sehen. Kriegen wir hin. Ich will mich jetzt schon rausreden, aber wir kriegen das dann. Okay, ich bin sehr gespannt, Mann. Ich bin holy shit. Oh nee, es wird so eine Drucksituation sein. Och nee, Mann. Gleicher Push, 120 BPM, unsere Herzen Apache... Gott, Digga, es ist so schwer. Es ist so schwer, ohne Pause zu drücken, weil du dann, während das Song noch läuft, überlegen musst. Und das ist super schwer. Oh mein Gott, okay, Apache und Bowser Madonna. Ja, fuck. Da habe ich ja nicht mal einen Punkt. Ich habe nur den halben Interpreten. Das wird so schwierig, Mann. Das wird ja so schwierig. Ich werde so reinscheißen. Und sie fragen sich, wann ich mich einmal besser. Jesus, warum? Jesus, keiner kann mich ficken. Bro, okay. Alex enttäuscht an dieser Stelle. UFO mit... Shit changed. Auf dem Display. Ich bin der Schlechteste da drin, glaube ich. Holy shit, aber noch nicht so meine Favorite-Interpreten dabei gewesen. Fuck. Luciano und Nemo mit Bad Eyes. Wie du siehst, Flossy. Ja, guck, die Diamonds sind Floss. Too many Bad Eyes in Cash. Okay, das ist mein Ding jetzt. Okay, guck, wenn ich weiß, dann bin ich da. Geil. Casey Rebel, es ist nicht Alain, ich sage aber Alain. Ja, wenn sie ruft, Waisel, Ramo, Casey Rebel, fuck, ja, wenn sie ruft, von Mixu McLeod. Hätte ich wissen können. Hätte ich wissen müssen. Ich weiß nicht mal, welcher Interpret das gerade ist. Kenne ich auf jeden Fall. Kalim, ja. Kalim habe ich... Fuck, habe ich noch nicht genug gehört von Kalim, Mann. Ach, Mann. Ich bin so gebrochen gerade. Rata, Hash-Hash. Hash-Hash ist übrigens nicht mal von Rata, sondern von SSIO, Digga. Die Straße lebt Rata, Bones... Jesus. Sind noch nicht, sind, ey, Digga, das ist nicht so die Deutschrap-Ecke, die ich 100% höre, aber ich will mich ja auch nicht rausreden. Madonna hätte ich wissen müssen, wenn sie ruft, hätte ich wissen müssen, UFO Chit Change hätte ich wissen müssen. Du willst lieber das kostet
für einen grünen Helikopter. Hafti höre ich leider gar nicht, aber es ist auf jeden Fall Hafti. Die karibische Forze geht auf die Knie trotz Trocken. Die Krippe observiert. Wieder am Block, da habe ich sogar gehört. Die Cops, ich hab die grünen Knochen in der Fehlertasche. Fuck. Bisschen early 2000 gemixt mit 90s und so. Ja. Sie kriegt mich nicht mehr aus dem Kopf, Baby Kylie Minogue. Oh fuck, Elias wollte ich sagen, aber ich wusste nicht welchen Song. Fuck. Mir eine Runde, ich zeig dir die City. Alles was du siehst sind nur Boutiquen und Graffiti. Aber ich finde bei Elias schwierig den Song zu catchen. Fuck, ey, ich habe jetzt direkt Bock, jetzt schon noch eine Challenge davon. Wenn es noch so eine Art und Weise von Videos gibt, in die Kommentare hauen, dass ich kann nicht zufrieden sein mit dem Ergebnis hier. Wir müssen nächste Runde besser sein, Mann. Holy shit. Ja. Manche Ecken hier sind ugly und manche hier sind pretty. Benedict Hollandaise, Bakery is her place. Luciano Shorty. Ja, Mann, okay. Mehr fitter als bei Snapchat. In meinen Aschenbecher bin fett, hin schmeckt lecker. Nee, bin ich komplett raus. Ich kenne nicht meinen Interpreten. Noch nie gehört, gefühlt. Internet bin fresh, du gehst noch weg, dein Kind. Lucio 101 habe ich noch nie in meinem Leben was von gehört. Also ich habe den Namen gehört, aber noch nie reingehört tatsächlich. Ich bin noch jung, aber bin auf meinem Boss-Shit. Von diesem Gibbet macht dein Kopf ein Mosch. Aber angenehme Stimme. Ich bin nicht dumm, ich weiß, wie viel es kostet. Drinne vor Kostwerk, halte mich top. Es ist nicht, es... Ich glaube, es ist nicht Rich Rich. Aber auf jeden Fall UFO mit... Was sagen wir dann? Was sagen wir? Es ist... Ja, komm. Es ist nicht Rich Rich. Es ist nicht Rich Rich. Ist auch nicht Final Fantasy. Ja, komm, sagen wir Rich Rich. Ah, Skrrr mit Kalin zusammen. Oh mein Gott, Philipp wird mich jetzt hassen, Digga. Habe ich doch vor kurzem noch gehört sogar. Das ist unangenehm, Digga. Ich muss eine neue Challenge davon machen. Es ist peinlich für mich. Hätte ich auch wissen müssen eigentlich, Mann. Bruder, keine Ahnung, bei Azad, Mann, habe ich doch keine Ahnung, was das sein kann. Azad mit, ich weiß nicht, Azad mit irgendwas. Ne, keine Ahnung. Ich sag Fast Life, aber es ist nicht. Du hast recht, es ist unser. Zehnte Etage. Sitzen oben in der zehnten Etage. Schlaf mit Gel in den Nagel. Bleib immer ein gerader Mann. Das ist, was mein Vater sagt. Cooler Beat, Mann, aber auch null Plan. Weder noch. Hört sich ein bisschen nach Enno an, aber nur ein bisschen. Von euch gibt es viele, viele. Daran war das, oh mein Gott. Daran Waste mit viele, ja klar. Viele, viele. Fuck, unangenehm. Ja, ich hab... Oh mein Gott, es gibt sehr viele. Es gibt viele. Errate den Deutschrap-Song 2016 Edition. Da, Digga, da war ich 15, 16. Da kenne ich mich ja noch weniger aus. Oh mein Gott. Ey, Jungs, Mädels, unangenehme Situation für mich. Ich dachte ehrlich, ich bin besser, aber ich muss am Ende auch pausieren, was auch gegen die Regeln war. Ich weiß schon, ich habe reingekackt, aber es war so schwer nachzudenken, während das Song noch läuft. Eine Version, wo das Song 5 Sekunden läuft und man noch 5 Sekunden in Ruhe überlegen kann, wäre besser. Trotzdem war ich sehr, sehr schlecht und das war echt schwierig für mich. Aber ich habe Bock, das öfter zu machen. Ich will meinen Rap-Wissen ein bisschen steigern, auch so bei Songs erkennen. Ich sehe mich da nochmal in irgendeiner Challenge. Schreibt auf jeden Fall eure Punktzahl rein. Ich weiß gar nicht, wie viel hatte ich richtig. Elias lassen wir mal weg, hatte ich nicht. Apache würde ich mir keinen Punkt vergeben. Da habe ich Jesus erkannt. Also ein UFO sind 2. Punkte, 3-4 mit Bad Eyes habe ich richtig erkannt. Da habe ich auch nicht alle erkannt bei Wasteland so, also 4 Punkte aktuell. Kalim habe ich nicht erkannt, Digga. Ratar habe ich, na, auch falsch. 4 Punkte. Hafti habe ich erkannt, habe ich Feature aber nicht erkannt. Es sind tatsächlich 4 Punkte bis jetzt nur. Shorty habe ich also 5-6. Lucio habe ich nicht erkannt. 6 Punkte. Es sind echt nur 6 Punkte, oder? Azad habe ich erkannt, aber Feature nicht. Kacke, Digga, 6 Punkte nur. Okay, 6 Punkte. Schreibt eure Punktzahl gerne rein. Und dann würde ich sagen, sehen uns mal weiter. Wunderbaren Video, bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.